keinen Bock mehr drauf. Soll ich vielleicht einfach mal geradeaus laufen? Vielleicht bin ich dann irgendwann mal woanders. Wir könnten uns hier ein kleines Boot werfen. Vielleicht kommen wir dann hier irgendwann den Fluss entlang nach draußen. Werkbank. Was brauchst du denn für ein Boot? Jede Menge Holz und ein Holzschaufelchen. Okay, Holzschaufel braucht Sticks. Sticks. Und ein paar Bretter können wir die auch noch craften. Nein, erstmal nicht. Dazu fehlt uns hier das Holz. Habe ich die Werkbank wieder eingepackt? Oder ist die verschwunden? Ich hoffe ja. Ich habe die eingepackt. Mit dem Ei hier einen Baumstamm abbauen. Logisch ist Minecraft auf jeden Fall. So mal ein bisschen craften. Holzschaufel. So, was brauchen wir noch? So. Fichtenboot. Genau das wollen wir. Haben wir. Können wir am nächsten Morgen lossegeln. Es wird schon dunkel. Ich sehe es gerade wieder. Zeit für das Bettchen. Tage sind hier viel zu kurz. So, das Boot. Platziert und reingesprungen. Na? Segeln. Oh, und auf geht's. Dann wird geschippert hier. Jetzt fahren wir über den See. What we can do with the drunken sailor, what we can do with the drunken sailor, what we can do with the drunken sailor, early in the morning. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Da ist der See zu Ende. War wirklich ein See. Mist. Ich dachte, wir können hier bis zu Ende schwimmen und das Biom verlassen. Nix da. Da haben wir das wieder, das Boot. Na dann, den Berg hinauf. Vielleicht geht's hier weiter. Ich sehe schon, wir verlassen das Binom. Biom. Binom. Nee, das tun wir nicht. Was sag nicht, wir sind wieder auf der Lichtung vom Anfang. Wir sind im Kreis gelaufen und wieder im Waldgebiet. Nein! Das wäre ja ordentlich kacke. Jetzt habe ich einen Stick dabei. Mal Stick schlagen. Batz, batz, batz. Statt uns ein Schwert zu bauen, prügeln wir hier mit dem Stock. So schaut's aus. Ein neues Biom oder ein altes Biom? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ein See im Berg. Interessant. Oh Mann, das sieht vertraut aus. Sehr nach dem Anfang sieht das hier aus. Ich komme hier nicht voran.
Na doch, ich komme irgendwie voran. Ich habe mir jetzt mittlerweile ein Boot gecraftet, also so ganz nichts getan haben wir noch nicht. Dann bauen wir uns jetzt hier wieder ein Haus. Diesmal aus Holz oder was auf der Lichtung. Damit wir zumindest einen Speicherpunkt haben. Weil wenn ich hier mit dem Bett in der Hand rumrenne, dann sieht es für die Zukunft nicht so rosig aus. So. Na dann. Auf der anderen Seite durch den Wald. Ich hasse Wälder. Mann, komm jetzt mal aus dem Wald raus. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Oh Mann, verdammt. Ich will hier weg. Ba, di, 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 di. Ich will hier weg. Ba, bi, di. Oh Mann. Und dann mal wieder durch den Wald. Wenn das nicht wieder dieselbe Stelle ist. Und wir wieder im Kreis rumlaufen. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt sollten wir uns einfach durch den Berg bauen. Einfach steil runterbauen. Dann kommen wir auf der anderen Seite der Karte raus. Das wäre doch auch eine Option. Könnte wirklich irgendwann mal klappen. Sieht doch immer noch wie das gleiche Biom aus. Ach Mann. Müssen wir uns jetzt mit diesem Biom zufrieden geben. Hier will ich mein Dorf nicht unbedingt aufbauen. Irgendwo muss doch mal ein Gebirge zu sehen sein. Ein Gebirge auftauchen. Ich bin auf der Suche nach einem Gebirge. Ein Zwerg will ins Gebäude. Gebäude. Ins Gebirge. Nicht ins Tal. Nicht in den Wald. Wir waren schon an einem. Es sah schon gut aus dort, wo wir übernachtet haben. In dem Schneegebiet. Schlecht war das nicht. Es war allenfalls der richtige Weg. Ich stapfe jetzt hier halbwegs geradeaus. In der Hoffnung, da mal durchzukommen. Zombie! Ich höre Zombie. Ich habe einen Stock. Zombies am Tag sind keine Bedrohung für mich. Das kriegen wir schon hin. Können wir uns notfalls mal ein Schwert craften? So nur aus Holz momentan. Oder aus Stein notfalls. Falls wir irgendwann mal Stein abbauen sollten. Ein bisschen im Baden. Ein bisschen Abkühlung von der langen Reise. Die Füße sind doch bestimmt schon wund. Und voller Blasen. Na denn, na denn, na denn, na denn. Vielleicht finden wir ja wirklich mal raus. Ein Schaf, Schäfer, Bäume, Schafe, Bäume, Erde und ein bisschen Wasser. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Das ist ja relativ unspektakulär. Aber ich sehe schon, wir verlassen ein Biom und kommen in ein anderes Biom. Ein noch viel nervigeres Biom. Ein Sumpfgebiet. Ein Sumpfbiom. Oh Mann. Im Sumpf will ich mich auch nicht unbedingt lange aufhalten. Hier will ich nicht Wurzeln schlagen. Oh, eine Höhle. Da gibt es Materialien. Das müsste Eisen sein, wenn ich richtig gesehen habe. Wir haben noch keine Spitzhacke. Können wir eine bauen? Das wäre doch interessant. Werkbank. So. Da oben ist die Waffenkammer. Steinspitzhacke reicht nicht. Goldspitzhacke. Diamantspitzhacke. Wie edel. Eisenspitzhacke.
vielleicht reicht eine Holzspitzhacke für den Anfang. Zerbricht zwar sofort wieder. Es ist halt nur ein Anfang, bis wir was Besseres haben. Und ein Holzschwert, ein Spielzeugschwert. Rüstung, was haben wir denn hier an Rüstung? Leder brauchen wir dafür. Okay. Spitzhacke. Die zerbricht wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schnell. Und dann können wir hier vielleicht mal runter und ein bisschen Eisen craften. Das wäre vielleicht eine Option. Runter ins Loch. Dann graben wir uns ein. So, hier raus. Nicht die Axt für sinnlose Sachen benutzen. Ah, Stein können wir jetzt schon kriegen. Na komm. Ah, das baut sich sehr schwer ab mit dieser Holzaxt. Mit Eisen geht das wahrscheinlich schon schneller. So, schauen wir mal, was ich da gesammelt habe. Ja, nichts außer Bruchstein. Das geht schon. Vielleicht kriegen wir dann trotzdem mal was. Nee, wir können uns hier wirklich mit dieser Axt scheinbar kein Eisen abbauen. Vielleicht aber ein bisschen Stein. Vielleicht geht das ja. Kriegen wir hier ein bisschen was, um uns eine Steinspitzhacke zu craften. Und dann sehen wir weiter. Es wird dunkel. Ich sollte mir sehr schnell mal ein Bett platzieren, um nicht vom nächsten Creeper hier in der Höhle getötet zu werden. Die sind nämlich hier in Höhlen gar nicht selten. So, am Tage ist das dann noch schon viel interessanter und viel besser zu machen. Back to the Spitzhacke. Stein habe ich hier wirklich schon ein bisschen was. Kohle. Kann ich das abbauen? Wenigstens. Ja, Kohle kann ich abbauen. Nice. Gibt es ein bisschen Kohle. Und Erfahrungspunkte. Level 1 habe ich schon. Zack. Da gibt es gleich Level 2 für mich. Ein paar. Oh, Level 2. Ein paar Erfahrungspunkte während des Abbauens. Sehr schön. Können wir uns auch Fackeln craften mit Kohle. Das ist doch ein wahres Ding. Das wollen wir. Hier gibt's viel Kohle. Hier viel Kohle. Na, viel ist ein bisschen übertrieben, aber einiges an Kohle. Ja, nice. Stein und Kohle. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja, ich weiß, wir wollten hier raus aus dem Biom, aber wo wir hier schon mal da sind, können wir uns auch ein bisschen was mitnehmen. Ein paar Souvenirs aus der Höhle. Na komm. So, da haben wir alles, was es hier zu finden gibt. So, zack. Da werden wir hoch. Da wird schon wieder heller. Der wird heller von Sinnen. Ha! Haben wir mal wieder mitgerissen. Wie schön. Du kannst es wirklich nicht abbauen. Es zerbricht vor uns in Stücke. Das wird nicht gehen mit dieser Axt. Nein, mit dieser Spitzhacke. Schade. Schade, schade. Können wir uns vielleicht eine bauen, die was bringt? So, Werkbank. Schauen wir mal. Was wir hier so haben. Steinspitzhacke. Das ist doch schon viel besser. Das wollen wir haben. Und dann verbrauchen wir noch die Holzspitzhacke, das Spielzeug hier. Bis es weg ist.
Vielleicht reicht das dann sogar, uns ein bisschen Eisen abzubauen. Aber eine Eisenspitzhacke. Geht's langsam weiter. Gold finden wir erstmal nicht. Aber ja, ist doch ein Anfang. Da ist es weg. Und weiter geht's mit der Steinspitzhacke. Na komm. Ja, Eisen. Ich habe Eisen. Ein bisschen Eisen finden. Das müssen wir leider schmieden. Das müssen wir brennen. Damit wir was draus machen können. Aber das kriegen wir doch auch hin. Mit genug Stein können wir uns einen Steinofen machen. Können wir uns eine leckere Pizza bauen? Steinofenpizza. Okay. Ofen. Da können wir einen Ofen craften. So. Zack. Warum die Werkbank immer im Dingens verschwindet, weiß ich auch nicht. So. Da wird es angefeuert. So, Fichtenbretter hierhin als Brennstoff. Das kenne ich schon, was man da macht. Wir können auch Kohle nehmen. Und Eisenerz hierhin als Zutat. Und da wird gebrannt im Ofen. Nummer Uno. Zack, da haben wir einen Eisenbarren. Sehr toll, haben wir gleich 4 davon. Reicht bestimmt für eine Spitzhacke. Die zwar auch relativ bald zerbricht, aber haben wir erstmal was. Abwarten und Tee trinken. Nein, Kaffee trinken. Tee wird nicht getrunken. Die Musik im Hintergrund ein bisschen genießen. Ja, und jetzt mal die Kohle wieder aus dem Feuer nehmen. Oder gegebenenfalls die Fichtenbretter. So, Eisenbarren. Und den Ofen wieder nehmen. Na komm. Komm zu Daddy, mein lieber Ofen. Und, der baut sich schlecht ab. Na, zack, bist kaputt. Okay, ja, von hier aus. Ofen verschwendet. So. Schwert. Eisenspitzhacke. Super, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Brauchen wir noch ein Stick. So haben wir. Und wie sieht's aus? Eisenspitzhacke. Sehr gut. Eisenschwert noch gleich mit dazu. Reicht das? Steinschwert. Eisenschwert. Na, da fehlt uns das Eisen. Zumindest haben wir hier erstmal eine Eisenspitzhacke. Das ist doch gut. Die Eisenspitzhacke. So schaut's aus. Das ist die Steinspitzhacke, die machen wir erstmal kaputt, bevor wir die Eisenspitzhacke benutzen. Da geht's runter ins Dunkle. Ja, ohne Fackeln gehe ich da nicht lang. Jawohl, da haben wir erstmal ein bisschen was geschafft. Da wollen wir vielleicht mal irgendwann mal runter. Deshalb wäre es vielleicht doch irgendwie sinnvoll, mal zum Beispiel mal ein paar Fackeln zu craften. Da haben wir ja jetzt Kohle für. Ein paar Stöckchen. Und hier Redstone-Fackel und Fackel gewöhnlich. Kohlefackel. Na dann. Ein paar Fackeln sind immer gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall 40 Fackeln. Damit könnten wir uns auf jeden Fall schon mal tief runter buddeln. Oder erstmal diese Höhle dort erleuchten. Ich glaube, das machen wir mal. Wir gucken mal rein, was es hier unten gibt.
Ein Schwert oder so haben wir noch nicht, aber mit der Spitzhacke können wir uns auch erstmal verteidigen. Ja, ist doch erstmal ein Anfang. So, hier irgendwo Fackeln hinpacken. Oh, Creeper, Creeper, oh wei. Vorsehen. Hier in der Höhle ist viel los. Viele Leute unterwegs. Ich sehe hier schon Eisen. Können wir gleich mal abbauen mit der Steinspitzhacke. Hat der Creeper für uns freigelegt. Danke dafür, Creeper. So, und dann kann es hier weiter unten weitergehen mit dem Abbauen. Da sehe ich noch mehr. Zack, Eisen, Eisen, Eisen. Können wir uns vielleicht wirklich mal ein Eisenschwert leisten? Oh, da geht es ein bisschen weiter runter. So weit runter wollen wir noch nicht. Wir wollen uns erstmal hier in der Vorhalle umschauen. Wenn das nicht mal eine Zwischenmine sein könnte. Also unser Hauptpalast wird es jetzt bestimmt nicht, aber so eine kleine Zwergenmine. Oh, Batman. Batman kommt hier angeflogen. Die kleine Fledermaus. So schaut's aus. Noch ist es hier ziemlich düster. Aber nicht mehr lang. So, jetzt wird hier schön die Höhle erkundet. Die Höhle wird licht gemacht. So tief ist sie gar nicht, die Höhle. Ja, sieht doch alles ganz super aus hier. Auch jeden Winkel erhellen. Genug haben wir von dem Zeug, was sich Fackel nennt. Da geht es weiter runter. Dann gucken wir mal hier oben nach. So tief wollen wir dann doch noch nicht schürfen. Da gibt es Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Na, Kohle haben wir vielleicht erstmal genug. Tun wir die Steinspitzhacke hier erstmal ein bisschen kaputt machen. Indem wir uns hier Eisen farmen. So, was gibt es denn dort in der Ecke? Nur Creeper oder auch andere Dinge? Auch andere Dinge. Ist das das Haus von Batman oder was? Oh. Ich sehe Wasser. Ist dort hinten eine Quelle? Zombie höre ich. Zombie vor mir oder Zombie hinter mir? Wahrscheinlich hinter mir. Oder irgendwo dort hinten in einer Ecke. Oh, weil ich will hier nicht sterben. Ich habe nur noch ein Leben. Dann schon mal schnell hier weg. Nicht getötet werden. So, hier mal abbauen. Denn ich habe nur noch ein Leben. Noch ein Herz. Das klingt nicht gut. Oh oh, da gräbt doch irgendwer was ab. Das klingt nicht gut. Ich baue hier mein Bett auf. Bett aufbauen. Kann ich hier mein Bett aufbauen? Sehr gut. Dann wird auch was abgegraben. Ach du Schande. Habe ich mir hier zumindest einen Speicherpunkt? Ich habe Angst. Da kommt doch irgendwas. Eisen. Okay. Was ist, was zum Geier ist da los? Auf dieser Seite. Ein Zombie, der da nicht runterkommt. Irgendwas passiert da oben noch. Okay. Komm runter. Zeig dich. Na? Das sieht nicht nach einem Zombie aus. Ein riesiger Schleimblock oder so. Das könnte es sein.
Na komm. Okay. Oh je, meine. Ich stell mein Bett hier erstmal ab. Ah, verdammt! Na super, da wurde ich tatsächlich von dem Schleim dort oben gekillt. Und ans Bett kommen wir auch nicht ran. Das steht irgendwie zu weit unten in der Höhle. Scheinbar geht das auch nicht. Scheinbar muss das irgendwo in einem Dirthaus stehen oder so. Ist versperrt und ich komme nicht ran. Was soll es? Beenden wir diesen Part an dieser Stelle, damit es nicht noch chaotischer wird. Da mich noch umsonst euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Und ja dann. Haut da rein. Man sieht sich im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.